Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Outfox Simulator 2 der dritten Staffel Reloaded. Und heute fahren wir gekühltes Equipment von Stavanger, ach Quatsch, von Göteborg über Dänemark nach Stavanger. Dein Amiton ist übrigens, was ist das Kennzeichen? Rom 103? Okay. Warum auch nicht? Es ist nicht so weit die Strecke, das sind glaube ich nur 241 Kilometer, ist glaube ich eine wichtige, eine schnelle Lieferung. Wir müssen da sein, wir werden erwartet, um 3:30 am Samstag, sprich quasi in einem Tag, aber wir haben ja noch ein bisschen Fahrt, das ist, wir fahren ja sowieso noch, wie heißt das, ein paar Mal. Die erste Tour beginnt sogar direkt hier. Das ist ja schon mal praktisch. Ist ja weit die erste Fahrt. denn wir fahren nämlich zweimal Fähre. Wahrscheinlicherweise, da wir erstmal nach Dänemark fahren. So, wunderbar. Ab nach Frederikshavn. Und dann geht's. Oh Gott, wie ist denn der andere Hafen nochmal? Hab auch schon wieder vergessen, wie der andere Hafen hieß. Ja. Bekommen, wie gesehen, auf 4.500. Ist ja schon mal gar nicht mal so verkehrt. Wunderbar. Also ich weiß schon echt, wie sind das nochmal, wo wir jetzt hin müssen? Das war die falsche Taste. Das war schon wieder die falsche Taste. Wollte gucken, ob wir es hier schon sehen. Hirtshals, genau so hieß es. Fahren wir erstmal nach Hirtshals. Und von da dann das restliche Stück. Ich weiß nicht, ob wir die Strecke schon gefahren sind. Den Abschnitt. Halt dann den Rest in Dings in Norwegen nach Stavanger. Diesmal auf der. Ich glaube, das ist sogar eine neue Strecke. Also. Eine neue für uns, für diese Season. Oh Gott, oh Gott. Diese Mottenplage. Ich bin gerade zumindest am Plan, dass ich jetzt an diesem Wochenende ein bisschen mehr aufnehme. Sprich, nicht nur für die nächste Woche quasi vorproduziere, sondern schon für die Woche darauf. Mal gucken, ob es klappt. Hätte den Vorteil, dass ich dann eventuell das so hinbekommen würde. Also kommt natürlich auch an, wie sehr das mit dem Stream jetzt betrifft. Also wie sehr, wer, wann auch immer streamt, wo ich moderiere. Kommen wir auch wieder darauf an. Aber wäre dann schon ganz gut, dann kann ich auch ein bisschen. Bin ich ein bisschen vorbereiteter. Ist eigentlich ein. Nee, okay. Sollte ich mal immer wieder ein bisschen vorher drauf achten und nicht immer während der Fahrt gucken, ob man irgendwie nur eine bestimmte zugelassene Höchstgeschwindigkeit hat. Durch den Trailer und so weiter. Jetzt geht's auch schon direkt runter auf die nächste Autobahn. Das ist die E11. Gott, ich habe da schon wieder nicht drauf geachtet. Oh,
gehen denn so krass in Eisen? Meine Güte. Das, oh Gott, war jetzt, das war jetzt doof, aber wie sehr stand noch alles? Also das, dafür, dass er dann doch so krass in Eisen gegangen ist, die KI. Das ist doch noch gar nicht mal so verkehrt. Oh Gott. Das ist aber jetzt mal eine ganz besondere lavanische Auffahrtechnik. Oh, das wird nebelig. Sind Dampf angeblich frei sogar noch? Das ist die Frage, ob das Ganze mit der Fähre noch mit da schon mit drin einberechnet ist oder nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir so früh da sind. Und ich meine, es war eine eilige oder sehr eilige Lieferung. So gesehen eine Lieferung, wo ich nicht damit rechne, dass wir irgendwie überpünktlich sind. Also sind wir schon in Hirzelt. In Hirzelt war, oh, wir waren schon in Hirzelt, aber wir sind, glaube ich, von jetzt aus gesehen aus östliche Richtung gekommen, kann das sein? Oder täuscht das? Oder verwechsel ich das jetzt? Ich meine, als wir sind von der aus östlicher Richtung gekommen. Aber das kann natürlich auch täuschen, ne? Also hier mag man echt nicht irgendwie tagsüber sein. So oft wie man hier gezwungen wird anzuhalten und zu bremsen. Da kann man aber eigentlich froh sein, dass es nicht ganz so große Städte gibt. Wenn es jetzt hier noch große Städte geben würde, da... Und dann halt, dass du Glück hast, dass du keine Rotphase hast, sondern ja keine Grünphase hast, sondern eine Rotphase, dann. Oh Gott, hier ist die Ampel. Ich dachte, die gehört zu dieser Kreuzung. Ja gut, das war jetzt doof. Ein bisschen Werbung machen. Die Werbung ist auch Werbung. Ja, gespannt, wie das jetzt mit dem Spawn ist gleich auf der anderen Seite. Dieser Hafen war ja ein bisschen problematisch, weil da hatten wir beim letzten Mal Probleme. Wie das jetzt ist auf der anderen Seite. Dieser nicht existierende Stau müsste man eigentlich da rechts rum. Ne, gar nicht wahr. Das sind ja Cargo.
komisch, dass sie so eine Ecke bisschen wollen gerade. Oh Gott, wo wollen wir denn jetzt hin? Nach Stavanger wollen wir nicht, ne? Also jetzt wäre natürlich auch was, aber... Wir wollen nach Kristiansand. Ich meine, wir können die Folge natürlich auch ganz kurz machen. Ne, einfach nach Stavanger, aber... Wir sollen nach Kristiansand. Das heißt, wir fahren auch nach Kristiansand und fahren dann der Autobahn hoch. Wenn wir jetzt noch länger schon länger gefahren wären, was weiß ich von Berlin nach Stavanger, dann hätte man auch sagen können, okay, wir fahren direkt nach Stavanger. Aber so muss das ja nicht unbedingt sein. What the fuck? Jetzt bin ich so schockiert. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. So schnell weg hier. Bevor noch einer auf die Idee kommt. Wir sind echt am Freitag erst da? Schon da? Ich will davon verarschen. Das ist ja übertrieben. So früh sind wir schon da. Dann müssen wir vorne nochmal uns das Ohr legen, was? Übertrieben. Okay. Moment, wir schlafen 8 Stunden. Wir haben 20 Uhr da, sind 8 Stunden schlafen. Dann schaffen wir das nicht. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Das heißt, wir müssen warten. 10 Stunden. Sollen wir schlafen? In 10 Stunden ist es. 'Dass wir vorne ein Navi haben. In 10 Stunden ist es 2 Uhr. Das heißt, wir sind müde, wenn wir da sind. Also wenn wir abladen, sind wir dann müde. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Wobei, wenn wir um 20 Uhr uns hinlegen, ist es 4 Uhr. Warum habe ich jetzt eigentlich gerade mit 12 Stunden gerechnet? Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den Blinker machen. Das heißt, wir könnten uns prinzipiell auch hinlegen. Dann würde ich sagen, machen wir das auch gleich. Dann sind wir komplett im Rahmen. Vielleicht sogar immer noch zu früh. Mal schauen. Was schleichst du denn so? Also willst du also ja 70, du wirst mich doch verarschen. Die Ampel wird rot, safe call. Vollbremse incoming.
komm, lass uns 80 fahren. Oh Gott, diese KI. Niemand wieder runter auf 70. Oder auf 68, besser gesagt. Er braucht schon die 70 Kilometer pro Stunde. Oh Mann. Dann bleiben wir bei dem Tempo. Gucken wir sowieso an. 48 aktuell. Central European Time. Kann man den Einstellungen nicht in die Windzeit einstellen? Geht das? Muss ich mal gucken. Weil das separat einstellen könnte, war es natürlich Premium. Dann müssten wir die Central European Summer Time nicht als Central European Time ausspielen. Die Frage aller Fragen. Wo legen wir uns hin? Schauen wir uns mal auf der großen Karte kurz an. Machen wir es doch hier. Machen wir das kurz vor Stavanger. Easy going. Oh, weiter nach Stavanger, Agro Nord. Das mit dem Leuchtturm so als, nennen wir das nochmal gleich, als Ornament, als Kreiselskulpturornament finde ich auch immer interessant. Woran liegt das? Ist das ein berühmter Dings gewesen? Ist der Stand schon immer da oder ist die Stadt bekannt dafür, um irgendwie was um die Leuchttürme herum herzustellen? Diese Ampel manchmal hier. Die machen es teilweise schon echt spannend, diese Ampeln. Durch den Autopass. Boah, ist auch schön hier. Das ist einfach schön, die Landschaft. Das kann man einfach nicht oft genug sagen. Landschaft, die zum Verweilen einlädt. Egal ob im Schnee oder nicht im Schnee. Warte, 80? Das glaube ich aber nicht.
Und wenn es wieder 60 ist. Dann arbeiten wir mal wieder mit dem Tempomaten, mit dem Retarder. Zum Beispiel überlassen den Tempomaten mit dem Retarder spielen. Wie viel Grad sind es draußen? Ja, das ist 5 Grad, okay. Okay, das ist schon in Ordnung. Ich weiß nicht, das ist aber mit einer der niedrigsten Temperaturen, die hier mit der Mod möglich sind. Glaube ich. Das letzte, was ich auch beachtet habe, war minus 7 Grad, glaube ich. Okay, da sind wir gleich schon bei unserem Schlafplatz angelangt. Vielleicht nicht gesehen. Oh, das war noch 8 Stunden Schlaf. Na, ich meine schon. Ich meine, dann 8 Stunden. Seit 8 Stunden waren, dann passt das locker. Easy going. Tankstelle. Oh je. So, also, ist hier mal die übliche. Von der anderen gedacht. Jetzt müssen wir nur den Spot haben. Mir klar. Okay, hier innerorts könnten wir sogar auch noch prinzipiell schlafen. Wie sieht es denn zeitlich aus? Zeitlich sieht es aus. Da wird das schon wieder eng halt, ne? Gut, wir sind müde, davon war auszugehen. Wollen wir mal. Wir sind ja noch nicht müde. Wenn man nur eine Stunde. Ne? Passt ja. Soll ich mal merken, diesen Code. Oh Moment, war es jetzt so rum oder so? Scheiße. Vergesse ich eh wieder, da ich den ja nicht wirklich brauche, prinzipiell. So, ist der lange? 3.12 Uhr. Ich bin mal gespannt, wie das halt so damit ist, wenn wir halt unseren eigenen LKW haben, ob sich das dann halt stark variiert oder ob wir dann irgendwie stark eingreifen müssen. Was das betrifft oder nicht. So, 3.31 Uhr werden wir erwartet. Heißt, wir werden es zeitig schaffen und können uns dann so gesehen auch nach direkt aufs Ohr hauen. Denn der Weg ist ja nicht weit. Wunderbar. Hat ja gut geklappt. Überraschenderweise. Letztes Mal ging es ja ein bisschen in Hose. So, was das betrifft von der Müdigkeit dann her.
Löppt. Immerhin nur 240 Euro. In Amerika wird es, glaube ich, jetzt knapp 1000 irgendwas Dollar. Ja, schon ein bisschen mehr. Kommen, war abzusehen. Sonst sind auch so manche interessanten Sachen dran, aber das wieder nicht. Das sehen. Geht doch. Schön, dass der Flying Speed immer noch so übertrieben hoch ist. Wunderbar. Kurze Strecke, nicht viel dafür bekommen. Aber nichtsdestotrotz. Geld ist Geld und Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte.